Und ich würde mal sagen, hi Franz, alles super hier. Ja, ist ein bisschen warm heute. Waffenkraftsport eigentlich, ja. Aber wir versuchen natürlich alles zu geben. Du hast hier so ein kleines Gehege mitgebracht. Das sieht schon ein bisschen komprimiert aus. Was machst du denn da mit deinem Fahrzeug? Ich verstehe das überhaupt nicht hier. Ja, da brauchst du den Hummel fahren. Erstens einmal, hallo, was soll denn los jetzt? Wie gefällt es wieder, dass ihr heute noch was machen kann dort? Ich habe heute das Auto mitgebracht vom Supertalent. Letztes Jahr habe ich das beim Supertalent übergedreht. Und es ist ein kleines Auto, es ist nicht so schwer. Es hat ungefähr 400 Kilo, 450 Kilo. Ist der Motor heraus, ein Schein heraus. Falls also drinnen und wir haben was doch dabei, dass ich das Auto mitnehme, damit das Publikum auch ein bisschen probieren kann. Wie schwer ist mein Auto? Wegheben, ein bisschen probieren. Gestern haben wir zwei gehabt, die haben es überdrehen können. Super starke Typen. Und wenn ich das so durchschaue, dann gibt es richtig starke. Da drüben steht der Starker, der Glotzkopf, der Tätowierte, der ist sicher stark, der schaut stark aus. Es sind einige starke Typen da. Und keiner probiert es. Darum bin ich ja da, dass ich euch das zeigen will. Ja. Was anderes mache ich? Ich habe letztes Jahr einen Bungee-Springer gehalten, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der ist aus einem 80 Meter Bungee gesprungen und ich habe es selbst gehalten. Sensationell, ja. Du hast sogar 12 Weltrekorde, ja. Verschiedene Art und Weise, verrückt gesagt. Und das spielt schon mal ein Riesenapplaus für den Franz. Und ich würde einmal sagen, Franz, drehst du einmal, zeigst den Jungs, wie das geht und dann machen die einfach nach. Und du hast ja gesagt, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, ja. Schafft fast jeder. Hab ich gestern auch geschafft. Schön. Unterstützend dabei, der hilft dir natürlich nicht, aber zumindest achtet da ein bisschen auf dich. Ja? Nein, das ist noch schneller laden. Große Klappe. Komm und jetzt sag mal, wo es kommt. Oh, warte, er hat die Schuhe verloren. Da zieht sich die Schuhe aus. Zieh sie richtig an. Damit es keine Ausreden gibt, wieso es nicht klappt. Oh. Aber er ist schon stark, das muss ich schon sagen. 1, 2, 3, super! Und ein Feuer, go! Super! Sensationell, danke dir! So, dann haben wir den Dominik! Und Dominik muss es jetzt sein! Wir drehen das mal eben zurück! Mal eben!